Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Frage des Tages: Wie dreht man ein YouTube-Video? Vor allem sein erstes. Hatte ich bis jetzt überhaupt gar keinen Plan von und habe ich auch immer noch nicht so richtig. Bis vor circa einer Woche ein ganz bestimmter YouTuber das wohl schönste YouTube-Video ganz Deutschlands in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt überhaupt hochgeladen hat. Und ich wusste, das wird mein erstes YouTube-Video. Meine erste Reaktion. Das Coming Out von Joey's Jungle, meine Lieben. Ich habe es jetzt schon so ungefähr 10 Mal gesehen, plus jede Reaktion, die auf YouTube bis jetzt hochgeladen wurde, weil es einfach ein super wichtiges Thema ist. Ein wunderschönes Video. Ich finde es auch im Moment total wichtig, dass auch kleine YouTuber, Leute, die man halt nicht so kennt, halt mal so ihre Meinung dazu sagen. Ich weiß, ich habe das Video schon gesehen, aber ich dachte, vielleicht ist es ganz gut, dass ich einfach mal so meine Gedanken dazu ausspreche, so das, was ich so erlebt habe. Holt euch Taschentücher, holt euch einen Tee, irgendwas zu trinken. Und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, was ich nicht glaube, aber geht auf Joeys Kanal und guckt es vorher einmal oder danach, wie auch immer. Guckt es auf jeden Fall ganz in Ruhe, macht euch darüber Gedanken zu. Genau, und dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir an. Ich habe hier meine Kopfhörer und werde einfach zwischendrin mal ein bisschen stoppen, ein bisschen erzählen. Hallo Schatz, bist doch schon schön gefahren. Hast du schon gefilmt? Ja, hat Spaß gemacht. Ich mache aber noch weiter. Hast auch schön Helm auf. Er ist auch so ein süßes Kind gewesen. Ne? Also ich finde, man erkennt total in seinen Augen, so dass es halt Joey ist. Mir geht es im Moment so gut wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich fühle mich so geliebt, wie man sich's nur wünschen kann. Ich kann inzwischen sagen, dass ich im Grunde alles in meinem Leben erreicht habe, was ich immer wollte. Und damit meine ich nicht Geld, ein schönes Haus, Autos und so weiter. Damit meine ich das Gefühl, wertvoll zu sein. Der Grund dafür zu sein, dass jemand liebt. Ohne, dass ich irgendwas Bestimmtes mache, sondern indem ich einfach nur da bin. Wie alt ist er heute? 16 Jahre? 16 Jahre. Und so lange in meinem Leben habe ich geglaubt, dass ich dieses Gefühl niemals haben werde. Ich lade inzwischen seit über 5 Jahren Videos auf diesem Kanal hoch. Seit über 5 Jahren, das ist auch so heftig. Ich weiß gar nicht, seit wann ich ihn gucke. Ich glaube, seit 2016 auf jeden Fall. Vielleicht schon ein paar Monate davor, aber 2016 auf jeden Fall. Ich glaube, da hatte er so um die 300.000 Abonnenten, glaube ich. Ja, und jetzt einfach schon fast 2 Millionen. Das ist so heftig, wie weit er gekommen ist, ne? Und ich liebe, was ich mache. Ich habe mich noch nie so gut mit einer Sache gefühlt, so sinnvoll. Ich erreiche mit meiner Art und meinem Humor jede Woche tausende Menschen und so viele schreiben mir täglich, dass ich sie nach langer Zeit wieder zum Lachen bringen konnte, sie aufgebaut habe, ihnen Mut geschenkt habe, ihnen den Raum geboten habe, alles Negative kurz zu vergessen. So viele Menschen, denen ich helfen kann, ohne irgendwas dafür zu tun, als einfach ich zu sein, indem ich lache, das ausspreche, was ich denke. Und trotzdem gehe ich so oft ins Bett und frage mich, wofür es sich am nächsten Morgen eigentlich lohnt, aufzustehen. Es fühlt sich manchmal so an, als würde sich eine riesige, tiefdunkle Wolkendecke über mich ziehen, die mich verfolgt, egal wohin ich mich bewege, die alle positiven Gefühle verblassen lässt, unsinnig erscheinen lässt. Ich fühle mich in diesem Moment so klein, wie sich ein Mensch nur fühlen kann. Grundlos, nicht nachvollziehbar. Als hätte man einen Schalter umgelegt. Und ich stürze mich in Emotionen und Erinnerungen, die ich schon längst hinter mir lassen wollte. Ist auch so schlimm. Ich finde, man hat überhaupt so... Also für mich war das ziemlich überraschend, dass er so jetzt so offen darüber geredet hat, weil man hatte ja vorher überhaupt gar keinen Plan, dass er überhaupt mal so eine schwierige Zeit durchgemacht hat. Und ich finde das so, so mutig, dass er darüber ja jetzt einfach so redet und in so einem wunderschönen Video das einfach so offen anspricht, ohne irgendwie sich da irgendwie so zurückzuhalten, weil ich glaube, das hat er so viel zu lange, er hat viel zu lange irgendwie seine Emotionen so zurückgehalten. Ich habe ein paar Mal mitbekommen, dass er letztes Jahr vor allem 2 Mal eine Pause kurz von YouTube gemacht hat, so 1-2 Monate, als auch nicht wirklich lange, wo er halt kein Video hochgeladen hat, wo er gesagt hat, dass es ihm nicht so super ging. Ja, aber ansonsten wusste man halt einfach nicht, dass es ihm da so ging. Man hatte wirklich keine Ahnung. Deswegen...
Das hat mich dann so traurig gemacht und so. Ich habe ihn dann noch mehr dafür bewundert, dass er das jetzt so einfach so super verpackt hat in so einem Video. Und ich glaube, jeder kennt das von uns, oder? Spätestens jetzt während der Corona-Zeit, dass man halt einfach eine schwierige Zeit durchmacht. Ich glaube, das kann jeder irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sagt, dass er immer glücklich war, dass er nie irgendwie mal Zweifel hatte oder sonst irgendwas. Ja. Dieses Video mache ich für mich, in Momenten, in denen ich mich wieder vergesse. Vergesse, wer ich bin, was mich ausmacht und warum ich so stolz auf mich sein kann. In Momenten, in denen meine Ängste mich festhalten und ich nicht mehr verstehen kann, warum ich so geliebt und wertgeschätzt werde. Ich war immer ein super positives Kind und das habe ich auch schon immer nach außen getragen. Ich habe es schon immer geliebt, dafür verantwortlich zu sein, wenn jemand sich sein Grinsen nicht verkneifen konnte. Wenn jemand lacht, geht's ihm gut und das überträgt sich auf mich. Ich kann mir kein schöneres Gefühl vorstellen. Meine Mutter meinte letztens zu mir, dass ich als Kind so unbeschwert war, immer genau wusste, was ich will und das auch nie unnötig in Frage gestellt habe. Und ich war kurz verwirrt, weil ich mich selbst alles andere als unbeschwert und selbstsicher einschätzen würde. Als ich mit 6 Jahren tanzend in der Garage meiner Eltern Pirouetten gedreht habe, meinte sie zu einer Freundin, dass sie glaubt, ich würde mal schwul werden. Irgendwie hätte sie so ein Gefühl. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich mich in meiner Schulzeit gefühlt habe, denke ich immer an komplett gegensätzliche Emotionen. Einmal den Klassenclown, der sich täglich für die Unterhaltung der gesamten Schulklasse bereit erklärt hat und deswegen täglich mindestens 30 Minuten vor dem Klassenraum warten musste, weil er sich auch den letzten Witz nicht verkneifen konnte. Weil irgendjemand dann bestimmt immer noch lacht und das auch schon gereicht hat. Auf der anderen Seite sehe ich jemanden, der zwar älter ist, aber überhaupt nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Was ihn ausmacht, warum er sich plötzlich so schlecht fühlt und gar keinen richtigen Grund dafür kennt. Ich habe so lange gefühlt, dass ich mich plötzlich zu allen anderen unterscheide, aber ich habe es nicht gewusst. Ich konnte nicht verstehen, was genau mich so fühlen lässt. Dass ich schwul sein könnte, konnte ich aber schon mal ausschließen. Denn wäre das der Fall, wäre ich eklig, jemand, für den sich meine Eltern schämen müssten und mit dem niemand was zu tun haben will. Zumindest war ich davon fest überzeugt. Es ist so schlimm, dass man das als Mensch so denkt, ne? Dass man nicht akzeptiert wird, weil man nicht so liebt, wie es so der Norm entspricht. Das ist einfach, das macht mich so traurig, dass es einfach bei einigen Menschen noch nicht so angekommen ist, dass das so ja normal ist, dass man lieben kann, wie man lieben möchte. Vor allem, dass es so als sowas Schlimmes abgetan wird. Das ist doch wunderschön, wenn man einfach so, Liebe ist doch Liebe, oder nicht? Oder bin ich da jetzt irgendwie so, also, nee, aber ich kenne das, ich weiß, was er meint mit diesem ganzen, ich sag mal so, mittlerweile 2021, wir sind ja schon alle super aufgeschlossen, die meisten sind super tolerant und haben damit überhaupt gar kein Problem mehr und so. Aber ich sag mal so, vor 5 Jahren oder auch vor 10 Jahren sah das ja noch alles ganz anders aus. Also so, da haben ja schon noch mehr Leute gedacht, dass es halt irgendwie, dass zum Beispiel das gleiche Geschlecht zu lieben, dass das ja nichts Gutes ist. So, ich kenne auch heute noch Leute, die denken, oh, ne, wenn du dasselbe Geschlecht liebst, du kommst in die Hölle. Also es ist wirklich so traurig, was sowas mit einem Menschen machen kann, wie traurig jemand dadurch werden kann, nur weil er liebt. Also so, nur zum Verständnis, ich bin selber bisexuell, ich stehe auf beide Geschlechter. Ich war auch schon mit einer Frau zusammen und ja, eigentlich wusste ich es schon, da war ich, ich glaube, 10 oder so. Und seitdem, ich habe viele Freunde, die bisexuell sind, die schwul sind, die lesbisch sind. Und das sind alles so wunderbare Menschen. Ein Mensch sollte sich nicht anders oder verstoßen fühlen, nur weil er das gleiche Geschlecht liebt. Das sagen die doch immer alle über solche Leute. Und ich bin ja kein ekliger Mensch, das weiß ich. Aber ich wusste nicht, warum ich mich trotzdem so anders als alle gefühlt habe. So als würde ich nicht dazugehören, obwohl ich doch alles probiert hatte, um wie jeder andere zu sein. Um in der Masse unterzugehen und nicht herauszustechen. Um einfach ganz normal zu sein. Aber dieses Gefühl ging nie weg. In der Oberstufe habe ich mich dafür entschieden, mir einen Gefallen zu tun, indem ich meine Freundschaften nicht mehr gepflegt habe. Ich dachte mir unterbewusst, bevor jemand sagt, wie komisch er mich findet und dass er deswegen nichts mehr mit mir zu tun haben will, distanziere ich mich lieber vorher selber. Ich erspare ihm die unangenehme Situation. Schließlich bin ich ja hier anscheinend das Problem. Alle anderen scheinen sich ja super zu verstehen. Wisst ihr, ich bin ziemlich gut darin, das zu verstecken, was ich gerade wirklich fühle. Ich kann mit den Fingern schnipsen und sehe super glücklich aus. Ich glaube, niemand aus meiner Schulzeit hat... Wenn man Joey normal kennt von seinen ganzen Videos, es ist ja immer so, er hat immer eine super positive Energie. Man hätte nie gedacht, dass er halt auch wirklich Angst hatte, ne? Und das tut mir so leid, weil er ist so ein super positiver Mensch. Er bringt einfach jeden, also egal was du für einen schlechten Tag hast, wenn du Joey siehst, du bist einfach, du musst einfach lachen. Du kannst nicht anders, als einfach glücklich zu sein in diesem Moment. Und dafür bin ich ihm halt auch so dankbar, dass er so vielen Menschen einfach so viel Freude bringt.
Ja, indem er einfach Joey ist, ne? Und daran sieht man auch, er ist jetzt kein anderer Mensch, nur weil er sich geoutet hat. Er ist immer noch Joey. Wir lieben ihn immer noch. Er hat wirklich gemerkt, was in dieser Zeit mit mir los war. Vielleicht habe ich ab und zu mal ein bisschen desinteressiert oder fehl am Platz gewirkt. Vielleicht haben mich auch einige Mitschüler für eingebildet oder arrogant gehalten, weil ich mich plötzlich nicht mehr in ihrem Umfeld aufgehalten habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht unglücklich oder gebrochen gewirkt habe. Als würde ich mein komplettes Leben in Frage stellen und wüsste gar nicht so richtig, warum ich das hier eigentlich noch tue. Aber ich habe mich so gefühlt. So lange, dass es immer noch wehtut, wenn ich darüber nachdenke. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem es nicht okay war, schwul zu sein. In dem Menschen, die nicht heterosexuell waren, vermeintlich nicht existierten. Denn solche Menschen gäbe es nur im Fernsehen. Denn darüber kann man nur lachen oder sich schämen. Als ich nach der Schule keine Perspektive mehr sehen konnte, weil ich mich leer und... Ja, das ist es ja. Also so, es ist wirklich, in den letzten Jahren hat sich so einiges entwickelt, was das Thema angeht. Vor allem, was das Thema angeht. Also ich weiß es auch noch von früher, wo ich so, ja, 9, 10, 11, vielleicht 12 war. Da wurde das schon anders gehandhabt, ne? Auch die Kinder wurden ja beeinflusst, so von dem, was sie gehört haben, von dem, wie sie halt erzogen worden sind. Ich habe ganz oft vor allem unter Jungs immer gehört, so, oh, der ist ja voll schwul, wieso ziehst du das an, das sieht ja voll schwul aus und so, du bist eklig. So eine Einstellung war halt irgendwie, das war halt damals einfach noch so. Und ich bin so, so froh darüber, dass es mittlerweile nicht mehr so ist, dass die meisten einfach total aufgeschlossen dem gegenüber sind. Und sinnlos gefühlt habe. Weil ich so lange so sehr versucht habe, dazuzugehören, aber es nicht geschafft habe, habe ich mich dazu entschlossen, ganz weit wegzugehen. Ich bin Ende 2013 nach Australien gereist, um ein Leben, in dem ich mich so fühlte, als ob mich niemand dort haben wollte, hinter mir zu lassen. Um auf niemanden mehr angewiesen zu sein und endlich stolz darauf sein zu können, derjenige zu sein, der ich war. Diese 7 Monate in Australien waren die einsamsten und traurigsten Monate meines Lebens. Ich habe mich mein ganzes Leben lang nicht so alleingelassen und ungeliebt gefühlt. Und das lag nicht daran, dass nun andere gesagt haben, wie komisch und eklig sie diesen schwulen Typen fanden, denn ich habe niemanden dort auch nur ansatzweise gezeigt, wer Joey wirklich war. Alles, was ich getan habe, war, niemanden zur Last zu fallen, niemanden das Gefühl zu geben, vor dem ich so sehr Angst hatte, sich unwohl in meiner Gegenwart fühlen zu müssen. In dieser Zeit war ich ein Dieser Satz schon, niemandem das Gefühl zu geben, sich unwohl in deiner Gegenwart fühlen zu müssen. Und immer wenn ich das in seinem Video höre, ich werde so traurig, ne? Ich glaube, das ist mit eins der schlimmsten Gefühle, die man haben kann, wenn man sich outet, dass man dann da jemanden da sitzen hat, der sich dann einfach nicht mehr mit dir wohlfühlt. Gebrochener Mensch und ich hatte keinen blassen Schimmer mehr, wer ich war und was mich als Menschen ausmacht. Ich hatte damit abgeschlossen, jemals das Gefühl zu spüren, von einer anderen Person geliebt zu werden, von meinen Mitmenschen geschätzt zu werden, dass ich Freunde haben würde, die mich anrufen und fragen, ob ich nicht Zeit mit ihnen verbringen würde. Ich hatte damit abgeschlossen, jemals ein ganz normales Leben wie jeder andere führen zu können, weil diese Angst, verstoßen zu werden, alles andere in meinem Leben überwogen hat. Ziemlich irrational davon auszugehen, dass wirklich jeder Mensch auf der ganzen Welt einen Grund dafür hätte, dich kacke zu finden, hä? Spulen wir mal ein bisschen vor. Es ist 8 Jahre später. Und ich bin die glücklichste Version von mir selbst, die man sich nur vorstellen kann. Dieses vermeintliche Problem, das für mich unüberwindbar erschien, was mich glauben ließ, dass ganz normale Gefühle wie Liebe für mich unerreichbar seien, hat sich komplett in Luft aufgelöst. Ich habe eine Familie, die mich in allem unterstützt, was ich tue, die mich liebt, so wie ich bin, und deren Liebe ich auch wieder sehen und spüren kann. Ich habe Freunde, die mich besser kennen als ich mich selbst. Ich bin seit mehreren Jahren in einer glücklichen Beziehung und letztes Jahr mit meinem Freund in unser erstes gemeinsames Haus gezogen. Und ich habe euch. Das ist das Video, das erste Mal gesehen habe. Ab diesem Punkt, ich habe einfach angefangen zu weinen, weil ich so glücklich war. Und auch, wie süß in der Mitte dieser Aufnahme, dieser Schneeballschlacht mit seinem Freund. Und so schnulzig das jetzt auch klingen mag, ohne diesen Kanal wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Denn erst als ich mich mit der wohl unsichersten Version von mir selbst vor die Kamera gesetzt habe und nur ein ganz kleines bisschen Joey gezeigt habe, hat diese Fassade, die ich mir so viele Jahre aufgebaut hatte, um mich selbst zu schützen, angefangen zu bröckeln. Und je positiver die Reaktionen waren, habe ich von Video zu Video mehr von mir gezeigt und gemerkt, dass diese Fassade nie nötig war, sondern mich in der ganzen Zeit nur davon abgehalten hat, ich selbst zu sein und damit glücklich zu werden. Dieser Kanal hat mich dazu gebracht, mich selbst zu finden und zu lernen, stolz auf mich zu sein. Ich habe gelernt, dass meine sehr kleiner Bruchteil von all den vielen tausend Dingen sind, die aus mir eine Person machen, die wertvoll ist, genauso wie sie ist. Ja, und das ist so wichtig, was er sagt. So, du bist nicht ganz allein deine Sexualität. Du hast noch so viel mehr zu bieten, ganz egal, wen du liebst. Viele, also klar, wenn man sich so ein bisschen mit Joey beschäftigt hat, dann hatte man vielleicht schon so eine Ahnung,
ne, dass er vielleicht auch auf Männer steht. Ich fühle mich so, als wäre es endlich Zeit, dieses Kapitel für mich abzuschließen. Ich bin unglaublich stolz auf mich. Würde mich heute jemand fragen, was ich gerne an mir ändern würde, wäre es vielleicht, dass ich viel zu oft an mir selbst zweifle oder zu viel Wert auf die Meinung anderer lege, aber ganz sicher nicht meine Sexualität. Auch wenn es für viele nicht mehr so scheint. Ich weiß, dass es noch so viele unter uns gibt, die gleichen Gefühle, wie ich sie hatte, jeden Tag spüren, die sich verstoßen. Und das, was er jetzt sagt, ist so, so wichtig. Wirklich, es ist so, so wichtig. Diesen Part, hört euch den so oft an, wie ihr müsst. Hört genau auf das, was er sagt, weil besser hätte man das wirklich nicht sagen können. Besser, wirklich, besser geht's nicht. Ganz viele, ich kenne ganz, ganz viele, die noch so viele Schwierigkeiten haben, offen zu ihrer Sexualität zu stehen, offen dazu zu stehen, wen sie einfach lieben, so offen dazu zu stehen, wer sie sind. Und das, was er sagt, ich bin so froh, dass er das gesagt hat und dass es jetzt so viele Leute gesehen haben. Ich selber kenne auch ganz, ganz viele, die noch so Probleme haben mit sich selbst und mit ihrer Sexualität. Großen fühlen, einsam und ungeliebt. Die sich fragen, was sie eigentlich falsch gemacht haben, weil sie doch eigentlich nur versuchen, es allen recht zu machen. Die für etwas beleidigt werden, das eigentlich das schönste Gefühl der Welt ist, zu lieben und geliebt zu werden. Für etwas, das sich kein Mensch jemals entscheiden könnte. Ich weiß, du gehst gerade durch die Hölle. Ich weiß, du fragst dich so oft, warum du noch hier bist. Ich weiß, dass du das alles nicht verdient hast, dass du überhaupt nichts falsch gemacht hast. Und ich weiß, dass du richtig bist, genauso wie du bist. Ich sitze hier mit Tränen in den Augen und schütte euch mein Herz aus, um mir selbst zu sagen, dass alles gut ist und um euch zu zeigen, dass es besser wird. Immer. Ich habe so viele Reaktionen, auf sein Coming Out gesehen und alle waren einfach positiv, alle waren von den Socken. Ich habe Leute gesehen, die angefangen haben zu weinen, genau wie ich, weil es einfach so ein schönes und wichtiges Video ist. Ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele Leute darüber reden, dass sich das noch viel, viel mehr verbreitet. Und ich habe so ein Gefühl, dass dieses Video einfach so nochmal ein Denkanstoß an ganz, ganz viele ist. Und dass dieses Video gerade was ganz, ganz Großes in Bewegung setzt. Ich habe wirklich in meinem ganzen Leben kein schöneres YouTube-Video als das gesehen. Ich glaube auch, dass es ganz viele dazu ermutigt, jetzt einfach auch diesen Schritt zu gehen. Einfach dazu zu stehen, wer sie sind, wen sie lieben. Falls ihr eure Gedanken dazu auch loswerden wollt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare oder lasst mir ein Like da. Abonniert mich vielleicht. Wirklich. Guckt euch das Video nochmal an. Lasst ein Like da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Was ich nicht hoffe, aber lasst ein Like bei ihm da. Ja, und ansonsten, und mal sehen. Vielleicht werde ich ja in nächster Zeit mal ein bisschen öfter was hochladen, ne? Mal schauen.